Wir sind jetzt wieder am Gelände angekommen, haben uns direkt so einen Sticker geholt. Guten Morgen, Freunde. Meine Freundin ist gerade Brötchen holen. Ich liege hier noch so ein bisschen und bereite gleich den Tisch vor. Heute werde ich mal nichts beim Bulli Festival aufnehmen, weil ich denke, ihr habt genug gesehen. Wenn nicht, dann kommt nächstes Jahr einfach hierher und überzeugt euch selber. Ich habe auch noch ein paar Aufnahmen aus dem Bad, also wirklich, das ist echt schön da. Ich blende auch noch ein bisschen was ein, das ist einmal im Waschbeckenbereich, einmal für halt die größeren Herren und so und dann für Kinder auch. Und dann gibt es nochmal einen extra abgetrennten Bereich für, also so Kabinen und so. Ja, und das wäre es eigentlich so, was ich dann noch sagen wollte. Duschen auch wunderbar, alles ohne Chips, kostet kein extra Geld oder so. Und ich hoffe, euch haben die anderen beiden Videos gefallen. Heute werde ich nochmal so ein paar Infos raushauen. Und ja, dann geht's auch irgendwie bald nach Hause, beziehungsweise heute Abend dann nach Hause. Aber ihr werdet ja alles sehen. Meine Freundin hat jetzt alles schick hier aufgeräumt, während ich duschen war. So sieht es nämlich aus, wenn man nicht gerade erst aufgestanden ist. Das habe ich euch ja gestern gezeigt. Und jetzt geht's auch wieder Richtung Bulli Festival. Ich will mir noch so ein Sticker absahen auf jeden Fall. Da gab es gestern irgendwie keine mehr und wir sollen heute mal fragen. Und ja, genau, so sieht der Plan momentan aus. Wir sind jetzt wieder am Gelände angekommen, haben uns direkt so einen Sticker geholt, weil wir gestern halt nachgefragt haben. So sieht der aus. Den werde ich mir jetzt auch noch ins Auto kleben. Und für euch die erste Info, also so ein Ticket kostet 47 Euro für Fahrer und Bulli und 27 Euro halt für den Beifahrer bzw. Mitfahrer. Ja, so sieht es nämlich aus. Und wir frühstücken jetzt erst. So, wir haben uns letzte Runde jetzt gedreht. Und begeben uns jetzt wieder zum Bus und dann geht's nach Hause. Da ist noch ein Gemeinschaftsfoto. Und ich wollte nochmal durchgeben, dass also unser Campingplatz hat jetzt insgesamt mit Strom und allem drum dran die zwei Übernachtungen 52 Euro gekostet. Und war echt wunderbar. Also man konnte da echt super stehen. Das einzige Problem war, dass uns heute einmal gestern Abend wurde uns der Platz einmal geklaut, sozusagen. Das war ein bisschen schade. Also wir wollen jetzt gerade los und sind nochmal auf Toilette gewesen und da ist mir eine sinnvolle Information noch eingefallen. Und zwar, Toiletten sind hier durchgehend geöffnet. Einmal hier ist so ein, keine Ahnung, Gebäude, ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Da sind Toiletten drin und da vorne, könnt ihr sehen, da ist auf jeden Fall das Schwimmbad. Das könnt ihr auch mal googeln an der Strandallee, da ist ein Schwimmbad. Und da ist halt dauerhaft geöffnet, auch Toiletten und Duschen. Also das habe ich jetzt nur gesehen, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil da steht halt extra dran, dass man da rein kann für Sanitäranlagen und so. Und ich dachte, das ist auch nochmal wichtig für die Leute, die sowas halt nicht an Bord haben. Und wie ihr eben auch gesehen habt, die Bullis fangen hier vorne schon an. Es geht natürlich noch ziemlich weit durch, also einige müssen vielleicht auch ein bisschen weiterlaufen, aber so ist das nun mal. Also es ist nicht dafür ausgelegt, aber halt eine gute Sache trotzdem für die Leute, die es halt nicht an Bord haben. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich schneide gerade noch ein bisschen das Video von heute und ich möchte euch noch eine Information zum Schluss mitgeben. Und zwar ist es so, dass online steht, dass Video- und Tonaufnahmen nicht gemacht werden dürfen und beziehungsweise nicht online genutzt werden dürfen. Dafür habe ich denen extra eine E-Mail geschrieben und die haben mir dann bestätigt, dass ich halt meine Videoaufnahmen und Tonaufnahmen nutzen darf für meinen YouTube-Channel und das möchte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, dass ihr euch davor informiert, falls ihr auch sowas machen wollt wie ich. Und ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben geben und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Also, haut rein!